Sind so, ich kann euch nicht sagen, wie mein Herz berührt ist von dem, was Gott tut, von den Feedbacks auch. Irgendwann, wenn alles dann sich beruhigt, werde ich mir Zeit nehmen, auch haben, alles durchzulesen. Wiederum bitte verzeiht mir, wenn ihr lange warten müsst, bis eine Antwort kommt. Ich komme nicht hinten nach, alle durchzulesen. Ich habe heute nur kurz mal etwas durch einen Blick drauf geworfen, aber ich werde mir Zeit nehmen, alles zu beantworten. Bevor wir mit der Lehre weiterfahren, möchte ich beginnen, wieder einige Fragen zu beantworten. Wie gesagt, alle können wir auch nicht. Aber hier ist eine Frage. Ich habe fast schon alle deine Bücher gelesen und dann ist die Frage, wie komme ich dahin? Kann es sein, dass ich mir nur einbilde, dass ich im Herzen glaube, wo ich es in Wirklichkeit nicht tue? Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 11, Vers 1, der Glaube ist ein Überzeugtsein. Ein Sichersein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn man diesen Herzensglauben hat, dann weiß man es. Wenn du dir nicht sicher bist, dann würde ich mal so von, wie ich das erkennt und verstanden und auch erlebt habe, dann bist du nicht zu dem Punkt, wo es dein Herz wirklich geglaubt hat. Und wiederum, wir sollen uns dann nicht diesen Stress auflegen. Für mich ist es schwer nachvollziehbar, wenn Christen das als Druck und Stress empfinden. Es ist doch viel besser, ehrlich zu sein und zu sagen, mein Herz glaubt es einfach noch nicht und diesen Weg zu gehen, das Herz wahrhaftig zum Glauben zu bringen. Wenn das Herz es einmal glaubt, dann weißt du es. Dann vermischen sich deine Gefühle, deine Gedanken zu einer absoluten Einheit und du hast in dir drinnen diese absolute Sicherheit, jetzt ist die Sache erledigt, jetzt habe ich das ergriffen. Und dann ist es natürlich daran, dass wir daran bleiben, die Freiheit festzuhalten, die wir bekommen haben. Galater sagt in Galater 5, Vers 1, steht fest in der Freiheit, mit der Christus euch befreit hat. Und dann ist es dran, dass wir ständig feststehen bleiben in der Freiheit, die wir erlangt haben. Aber einbilden kannst du das nicht. Wenn du es im Herzen glaubst, dann wirst du es auch sicher wissen. Die nächste Frage. Wie kann ich wirklich lernen, Gottes Stimme zu hören? Ich bin leider schon 30 Jahre christlich geprägt und habe so viel Mühe damit, in das neue Denken hineinzufinden. Ach, mir bricht das Herz. Ich verstehe dich gut und mir tut das auch irgendwie bis in einem gewissen Sinne weh. Aber weißt du, das Christenleben ist ein Leben der Erfahrung, nicht ein Leben von mehr Wissen in unserem Kopf. Und die Stimme Gottes wirklich zu lernen, zu hören und zu verstehen und auch zu unterscheiden, das kommt nur durch Erfahrung. Leute sagen zu mir, Reinhard, wie weißt du, ob das prophetische Wort vom Herrn ist oder nicht? Ich sage, ich glaube es. Die Bibel sagt, der Weissagt den Glauben gemäß. Das heißt, wir glauben, das war die Stimme Gottes, dann gehen wir dem nach, dann machen wir Schritte, manchmal fahren wir hin, dann stehen wir wieder auf und sagen, ah, ich habe mir gedacht, das war Gott, aber ich habe doch nicht Gott gehört. Wir müssen praktizieren, so wie ein Kind gehen lernen muss, so müssen wir lernen, die Stimme Gottes zu hören und dann darauf reagieren und damit arbeiten. Ich habe in der Gemeinde, die ich gegründet habe, habe ich immer gesagt, hab keine Angst, Fehler zu machen. Wenn es darum geht, im prophetischen Dienst, die Weissagung wird geprüft, ist kein Problem. Ich habe den Leuten immer gesagt, hier in der Gemeinde, wir sind ein großes Cushion, ein großer Polster. Da kannst du Fehler machen und hinfallen, du fällst weich. Wir helfen dir wieder auf und wir machen weiter. Also einfach weitermachen, dich ausstrecken, sehnen nach der Stimme des Herrn zu hören. Er wird dich lehren, seine Stimme zu hören, aber ohne den Praktizieren geht das nicht. Römer 8, Vers 17, eine andere Frage von einer anderen Person. Da steht vom Mitleiden Christi. Ist das körperlich gemeint? Damit rechtfertigen viele Christen die Krankheiten in ihrem Leben. Und genauso mit Lukas 9, Vers 23, das Kreuz auf sich nehmen. Mir ist schon völlig klar und mir ist bewusst, dass es betreffs der Krankheit verschiedene Ansichten und Meinungen gibt und die will ich akzeptieren und stehen lassen. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass wenn Christus die Krankheiten auf sich genommen hat am Kreuz, dann ist das ein Teil, den ich für mich in Anspruch nehmen darf. Das heißt, und ich will jetzt vorsichtig sein damit, weil ich will einfach Mitgefühl haben mit den Leidenden und auch stehen lassen, dass es da Leute gibt, die das andere sehen. Die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, Reinhard, warum, wenn Christus für alle gestorben ist, warum sind so viele noch krank? Diese Frage ist für mich ganz simpel zu beantworten. Wenn Christus für alle zur Errettung gestorben ist, warum sind so viele noch unerrettet? Die Antwort auf diese Frage ist die gleiche Frage wie die Antwort, warum noch so viele krank sind. Es ist für mich ganz simpel und einfach. Das, was Christus getan hat, das muss im Glauben ergriffen und angenommen werden, sonst wird es nicht erlebbar werden.
Ich sehe nicht, dass Römer 8, Vers 17 und Lukas 9, Vers 23 von Krankheit spricht, denn es wäre für mich nicht übereinstimmend, wenn Christus starb auch für unsere Krankheiten, er dann gleichzeitig aber wieder lehrt, ich will, dass ihr eure Krankheiten tragt, nämlich als Kreuz. Wenn das Kreuz die Krankheit ist und Christus aber meine Krankheit ans Kreuz getragen hat, warum müssen wir beide dasselbe Kreuz tragen? Das ergibt wenig Sinn für mich. Wenn die Bibel spricht vom Kreuz auf sich nehmen, in Lukas 9, Vers 23, Jesus spricht hier weiter. Er sagt, und euch selbst verleugnen. Es geht darum, dass wir unser eigenes Leben aufgeben und sein Leben zu leben beginnen. Für mich ist das so schön. Ich bin dabei, an einem Seminar zu arbeiten, auf Portugiesisch. Das heißt, die DNA Jesus. Für mich ist das so schön im Johannes Kapitel 12, wo Jesus auch davon spricht, dass wir uns selbst sterben müssen. Aber es sind verschiedene Worte für Leben im Griechischen. Wir müssen unserem natürlichen Leben absagen, damit wir sein übernatürliches Leben ergreifen können. Mir zu sterben heißt nicht, der Reinhard existiert nicht mehr, der Reinhard hat keine Wünsche mehr, der Reinhard gibt es nicht mehr, der Reinhard ist nicht mehr hier. Mir zu sterben heißt, ich sage ab, nach meinem natürlichen Leben zu leben, um das Leben Christi ergreifen zu können und in diesem Überfluss dann auch das Leben genießen zu können. Fragen gibt es noch so viele. Wir werden jetzt weitermachen. Ich werde am Nachmittag noch einige Fragen, am Abend noch einige Fragen beantworten, aber jetzt möchte ich mit der Lehre weitermachen. Ich habe so viel geplant. Viel mehr. Also gestern hat mir meine Frau gesagt, Reinhard, schreibe ein Buch über das Leben im neuen Bund, über das Beten im neuen Bund. Das bräuchten wir dringend. Viele Dinge würde ich gerne lernen, aber ist der Zeit wegen einfach auch nicht machbar. Ich will euch ja dann dort schon nicht überlasten. Und wir haben auch Zeit beschränkt. Es gibt am Abend die nächste Einheit. Mir ist auch völlig bewusst worden. Ich habe, seitdem ich mich entschlossen habe, diese Lehre auch hier auf Deutsch zu machen, ist mir etwas sehr bewusst geworden. Ich habe mir das nicht leicht gemacht. Mir ist sehr, sehr bewusst geworden, dass es da viele Fragen aufwirft. Völlig klar. Wie gesagt, wir müssten wahrscheinlich 20 oder mehr Stunden nur darüber lernen, um alle Fragen zu beantworten. Mir ist auch klar, dass ich nicht alle Antworten habe. Ist mir völlig klar. Ich lehre, wovon ich überzeugt bin und was ich praktiziere. Als ich zu predigen begonnen habe, mit 16 Jahren habe ich meine erste Predigt gepredigt. Jetzt bin ich 59 und ich kann mich erinnern, als ich meinen Dienst begonnen habe, da habe ich zum Herrn Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, Herr, egal wie groß die Offenbarung ist, die du mir schenkst durch das Studieren deines Wortes und durch den Heiligen Geist, ich werde sie erst dann predigen, wenn ich sie selbst im Leben anwende und wenn ich weiß, sie funktionieren auch. Also die Dinge, die ich euch hier lehre, sind nicht einfach Dinge aus dem Studium des Wortes Gottes heraus, nicht nur, sondern sind Dinge auch, die ich seit Jahren praktiziere, die ich so lebe. Ich kann mich erinnern, am Anfang war das für meine liebe Debbie sehr schwierig, sehr schockierend. Sie hat gesagt, aber so kannst du das nicht beten, du musst das. Ich habe gesagt, Liebling, ich habe das erkannt, das mache ich. Es war für sie sehr schwer am Anfang, dass plötzlich dieser Krampf aus meinem Gebetsleben weg war, es in eine völlige Entspannung kam, in eine Ruhe kam und plötzlich erlebte sie, dass aber die Gebete alle beantwortet wurden. Plötzlich erlebte sie, dass plötzlich das Gebetsleben leicht entspannt ist, aber so erfolgreich und so effektiv, wie eigentlich sich jeder Christ es wünscht. Und dann hat auch sie ihr Herz geöffnet und gemerkt, da ist doch was dran. Und heute ist sie einer meiner größten Fans, meine liebe Debbie. Aber wisst ihr, ich praktiziere das, ich lebe das, ich mache das. Für mich ist das Lebensstil geworden. Und mir ist auch bewusst, dass es da Leute gibt, die dem absolut nicht übereinstimmen. Mir ist auch bewusst, dass vielleicht durch das, was ich lehre, ich mir Feinde schaffe. Das ist das Letzte, was ich will, obwohl ich keine Angst habe davor. Ich habe vor Ablehnung keine Angst. Also Ablehnung, dieses Thema ist für mich abgeschlossen. Ich bin angenommen vom Herrn, wenn der Rest der Welt mich ablehnt, ist das für mich kein Problem. Das habe ich in meinem Herzen abgehakt. Aber das will ich nicht. Alles, was ich lehre, was ich sage, vielleicht scheint es sehr manchmal so anders, dass viele, die sagen, die fühlen sich vielleicht auf den Schlips getreten und sagen, oder vielleicht persönlich angegriffen. Bitte, ich möchte euch etwas sagen, ich greife niemanden persönlich ein. Auch keinen Pastor, keine Gemeinde, keine Lehre, nichts. Wenn du anders die Dinge erkannt hast, okay,
Heute hat mir eine Frau eine Message geschrieben, die hat gesagt, Reinhard, das, was ich gelernt habe über dich vom Beten im neuen Bund, das ist so radikal, das ist so verrückt, du bist komplett verrückt, das kann doch gar nicht stimmen und. Und ich habe zurückgeschrieben, ich habe gesagt, meine Liebe, wenn du mit dem Erfolg deines Gebetslebens zufrieden bist, dann bete doch weiter so, wie du die letzten 30 Jahre gebetet hast. Sie ist 30 Jahre Christ. Und daraufhin hat sie mir gesagt, mein Gebetsleben hat so gut wie keine Antworten. Ich bin frustriert, aber das, was du lehrst, ist verrückt. Ich habe gesagt, schau, du musst dich entscheiden. Betest du weiter, wie du die letzten 30 Jahre gebetet hast, weil du nicht neue Dinge in deinem Herzen ergreifen willst, dann ist das dein gutes Recht. Was soll ich dir hier sagen? Wir müssen, und hier möchte ich beginnen, wir müssen alles im Wort Gottes, das habe ich ja schon so oft gesagt, wir müssen alles im Wort Gottes durch das Licht des vollbrachten Werkes des Kreuzes sehen. Wenn du dir den Kolosserbrief und den Hebräerbrief besonders und auch den Epheserbrief durchsiehst, aber besonders Kolosser und Hebräer, da macht es der Schreiber so klipp und klar. Alles ist Schatten, Christus ist die Erfüllung. Freunde, ich kenne niemand, der den neuen Bund ergriffen hat, der nicht so leidenschaftlich in Jesus verliebt ist, dass er alles jederzeit für Jesus geben würde und auch sein eigenes Leben. Wisst ihr, wenn wir ergreifen, wie herrlich es ist, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wenn wir im Herzen ergreifen können, wie genial der Plan Gottes war, das Lamm Gottes vor Urheben der Welt. Ich habe die Frage oft gestellt, was war das Erste, was Gott gemacht hat? Und die Antwort kommt eigentlich immer so, das Erste, was Gott gemacht hat, ist, er hat die Welt geschaffen. Und ich sage, nein, das Erste, was Gott gemacht hat, ist, er hat an dich gedacht und dich erwähnt. Vor Ursprung der Welt hat er uns auserwählt in dem Geliebten. Das heißt, bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat er den neuen Bund bereits in Gang gesetzt und mich da inkludiert. Wie können wir so einen Gott nicht lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft? Und wie können wir für so einen Jesus nicht dankbar alles hingeben? Und darum, für mich ist etwas zum Schlüssel geworden. Ich kann das Wort Gottes nur verstehen, wenn ich es durch Christus und durch das vollbrachte Werk des Kreuzes verstehe. Sonst werden wir viele Bibelstellen nicht verstehen, wir werden sie falsch anwenden, wir werden sie verdrehen. Und das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, ich wünsche mir so sehr für jede Person, die dieses Video hört, diese Botschaften hört, dass sie in ihrem Herzen eine Sehnsucht bekommen, dass der Heilige Geist ihnen den neuen Bund lehrt. Meine Freunde, kein Reinhard, kein Gerd Grinemann, kein Wolfgang Magis, kein Peter Wenz, wie alle Größen heißen, keiner der größten und besten Bibellehrer der Welt kann dir den neuen Bund wirklich klar machen. Das kann nur unser Heiliger Geist. Nur er kann es. Es kann sonst niemand. Meine Worte sind leere Worte, wenn der Heilige Geist dir den neuen Bund nicht offenbart. Darum ist es mein Appell an euch, meine lieben Freunde, mein eindringlichster Appell. Sehnt euch nach dem Heiligen Geist, nach seiner Gemeinschaft und danach, dass er euch den neuen Bund wirklich lehrt. Schau, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Johannes 16, Vers 12, da sagte Jesus Folgendes. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Die Jünger, die konnten den neuen Bund nicht ertragen. Die waren drin in einem Leben des alten Bundes. Viele Dinge, die Jesus gesagt hat, hat sie bereits konfrontiert und erschüttert. Und wisst ihr, dass Jesus kein einziges Mal in dem Evangelium den neuen Bund gelehrt hat? Niemals. Er hat auch nicht darüber geredet. Er hat ihn nur kurz erwähnt in Johannes 13, ganz nur kurz erwähnt. Er hat gesagt, das ist das Blut des neuen Bundes. Jesus hat nie über den neuen Bund gelehrt. Er hat nie darüber gesprochen. Warum nicht? Er sagt in Johannes 12, er sagt, vieles habe ich euch zum Sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Es waren die Dinge vom neuen Bund, die konnten sie nicht ertragen. Und dann sagt Jesus weiter. Wenn aber er, jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Interessant. Warum die ganze? Was ist die ganze Wahrheit?
Die ganze Wahrheit ist das vollbrachte Werk des Kreuzes. Es ist vollbracht, da kommt nichts mehr dazu, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, das ist hinzuzufügen, es ist abgeschlossen. Wenn Jesus spricht von der ganzen Wahrheit, spricht er vom vollendeten Werk. Das ist die ganze Wahrheit. Es ist vollbracht, es ist aus, da gibt es nicht mehr. Dieses Wort, es ist vollbracht, das wurde ja von vielen anderen Bereichen, Berufssparten auch verwendet. Wenn ein Maler zum Beispiel ein Bild gemalt hat und wenn der Maler das Bild komplett fertig hat, und er setzte seine Unterschrift da rechts unten hin, dann schrieb er seinen Namen hin und sagte, Telestala, es ist vollbracht. Er hatte dieselben Worte verwendet. Das heißt, das Bild ist fertig, da gibt es keinen Pinselstrich mehr zu machen, es ist komplett vollendet. Und wenn Jesus spricht, dass der Geist Gottes uns in die ganze Wahrheit leiten wird, dann spricht er nicht von ganzen Wahrheiten. Er spricht nicht von vielen Offenbarungen. Er spricht von der ganzen Wahrheit, das vollbrachte Werk des Kreuzes, das ist die ganze Wahrheit. Danach gibt es nicht mehr, weil es ist vollbracht. Das ist das Lamm, welches geschlachtet war vor Grundlegung der Welt. Jesus sagt weiter. Er sagt, wenn er der Geist, er wird nicht aus sich selbst reden, in Vers 13, Johannes 16, Johannes 16, Vers 13, er wird nicht von sich selbst reden, sondern das, was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Als Jesus diese Worte zu den Jüngern gesagt hat, da war das vollbrachte Werk des Kreuzes noch in der Zukunft. Als Jesus diese Dinge gesagt hat, da war der neue Bund noch in der Zukunft. Viele Leute haben diese Aussage verstanden, dass der Heilige Geist uns Sachen zeigt, die in unserer Zukunft sind. Aber ich denke, das ist nicht so gemeint. Ich verstehe das ganz genauso, wie Jesus gesagt hat. Er hat zu den Jüngern gesagt, euch zeigt er das Zukünftige. Das Zukünftige ist das vollbrachte Werk. Er zeigt es euch. Er wird euch das offenbaren. Und dann sagt er in Vers 14 weiter. Er sagt, er wird mich verherrlichen und von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Ich habe eine Frage an dich. Gibt es irgendetwas, was Jesus mehr verherrlicht als sein vollbrachtes Werk? Gibt es irgendetwas, was Jesus mehr verherrlicht, als wenn wir seine Kinder uns absolut nicht auf uns selbst verlassen, sondern nur auf das, was Christus am Kreuz getan hat? Er wird mich verherrlichen. Nichts verherrlicht Jesus so sehr, als wenn wir sein Werk vom ganzen Herzen ergreifen. Und darum, ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist, dass Jesus hier ganz klar gesprochen hat vom Heiligen Geist im Zusammenhang vom verbrachten Werk. Warum will ich euch das sagen? Ich sage euch das deshalb. Egal wie viele Bücher du liest, egal wie viele Predigten du dir anhörst, egal wie viele Lehren du studierst, egal was du alles machst, du wirst ohne den Heiligen Geist den neuen Bund nicht verstehen. Niemals, niemals, niemals. Darum mein Appell, sehnt euch, streckt euch aus. Das kannst du tun auf deinen Knien. Auf den Knien zu sein und nicht mit Gott zu ringen, dir Dinge zu geben, die er dir schon längst gegeben hat durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, sondern auf den Knien zu sein und sagen, Heiliger Geist, ich brauche die volle Erkenntnis des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Ich brauche diese Erkenntnis, um mich aufzustrecken und sehnen danach. Ich habe meine E-Mails, die ich bekommen habe, zwischen gestern und heute, ich konnte sie nur kurz durchblicken, also ich konnte sie gar nicht lesen, es ging nicht, aber eins habe ich gelesen, weil es von einem ganz lieben Freund ist, den ich als einen der größten Männer Gottes im deutschsprachigen Raum schätze. Von meinem lieben Magis. Und der liebe Wolfhard Magis hat mir eine E-Mail geschrieben. Und lieber Wolfhard, als ich deine E-Mail gelesen habe, konnte ich die Tränen nicht zurückhalten. Ich hatte so geheult. Und ich werde dir sagen, warum, mein lieber Wolfhard. Deine Demut. Wolfhard, ich kann mich, werde nie vergessen, als ich das erste Mal in deiner Gemeinde gepredigt hat. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe bei Monika Hartmann damals übernachtet. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Weil kurz vorm Schlafengehen sagte Monika mir, der Wolfert wird doch hier sein. Er hätte ja nicht anwesend sein sollen. Er hätte verreisen sollen. Und die sagte mir, der Wolfert, der wird doch hier sein. Und er wird ihn bei der Lehre sein, die du lehrst. Ich kann die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe mir gedacht, wie kann ich ein Reinhard lehren und Wolfert sitzt vor mir? Um Himmels Willen. Einer der außergewöhnlichen Bibellehrer, der den deutschsprachigen Raum hat. Und ich soll jetzt lehren und der sitzt womöglich in der ersten Reihe.
Ich habe die ganze Nacht mich auf den Heiligen Geist geworfen und habe gesagt, Heiliger Geist, bitte tu irgendwas durch mich. Es ist mir egal, was du tust, aber bitte, 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 du musst etwas tun. Du darfst mich nicht im Stich lassen. Und aus dieser ersten Meeting ist dann auch die Verbindung mit euch in Liechtenstein herausgekommen. Denn das war die Predigt von der Straße des Widerstands, die auch ihr gehört habt. Und wisst ihr, der Wolfert hat mir ein E-Mail geschrieben und der Grund, warum mir die Tränen gekommen sind, die Demut dieses Mannes Gottes ist etwas, was auch für mich sehr nachahmenswert ist. Dieser Mann hat, ja, Wolfert hat mir gesagt, er hat sich alle meine Lehren angehört, hier ist vom Seminar, und er hat etwas erkannt, was er auch tun muss. Wisst ihr, Wolfert sitzt und hört einem jungen Österreicher zu, der jung genug ist, um fast sein Enkel sein zu können, hört ihm zu und sagt, ich will da was lernen, ich will da was lernen, ich will da was lernen. Und diese Demutshaltung, kein Wunder, dass Gott diesen Mann so verwendet hat in der Vergangenheit. Und ich zitiere euch etwas aus dem Buch Wolfert Margit, das Buch den Heiligen Geist entfachen. Dieses Buch habe ich auf den Knien teilweise durchgeackert, Schritt für Schritt. Die Bücher von Wolfert sind ja nicht sehr leicht zu lesen, wie Petrus auch gesagt hat, der Paulus ist sehr, sehr schwer zu verstehen, so sage ich das auch über meinen lieben Freund Wolfert. Er ist nicht sehr leicht zu verstehen, aber dann ist halt so, mein Buch lest du einmal und das ist schön und nett und toll, das Buch Wolfert, dann musst du jeden Satz viermal lesen, mit viel Inspirierung vom Heiligen Geist, und dann wirst du doch endlich verstehen, was der Mann da sagen will, so tief ist dieser liebe Mann. Aber Wolfert, ich trage etwas mit mir herum, seitdem ich das Buch von dir gelesen habe. Da gibt es einen Schnitt im Buch, und ich rede nicht nur zu Wolfert, ich rede zu euch alle, macht euch keine Sorgen. Da gibt es einen Teil im Buch, den habe ich mir gelb unterstrichen, schwarz eingekranzelt, fotokopiert, herausgeschnitten, und mit dem gehe ich immer herum. Der ist ständig bei mir, ständig ist diese Aussage bei mir. Und das schreibt der liebe Wolfert. Wir entkleiden uns unserer Leistung und er, der Heilige Geist, begleitet uns mit seiner Gegenwart, mit Vollmacht und mit Herrlichkeit. So wirkt er mit maximalem Erfolg und durch die Ergebnisse wirkt er mehr als die raffiniertesten Werbemaßnahmen unsererseits es leisten könnten. Der Heilige Geist ist eine wahrhaft ungewöhnliche Person. Und dann schreibt er weiter. Er toleriert auch keine Fremdkräfte neben sich, auch nicht, wenn sie aus guten Absichten zu einem guten Zweck beigesteuert werden. Das zu verstehen, fällt uns engagierten Christen schwer. Wolfert, diese Worte habe ich mir in mein Herz geprägt. Ich habe bestimmt mehrere tausend Male gesagt, Herr, ich entkleide mich aller meiner Leistung, damit du mich kleidest mit deiner Gegenwart, mit deiner Vollmacht und mit deiner Herrlichkeit und damit du maximalen Erfolg wirken kannst und damit nur Jesus Christus die Ehre bekommt. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen, meine lieben Freunde. Wir als Christen, als Charismatiker, als Evangelikalen, wir haben Gebet zu einer Leistung unsererseits gemacht. Seid mir. Und ich spreche da auch von mir selbst. Wir haben Fasten und Leisten und Beten zu unserer Leistung gemacht. Und wir rühmen uns die Gebetskämpfe, die wir errungen und gewonnen haben. Wir rühmen uns dessen, was wir geschafft haben, in der Fürbitte vom Himmel herzuholen. Wie oft haben wir uns gerühmt? Freunde, das muss sich ändern. Zeit, dass ich so aufgelöst bin. Das muss sich ändern. Wie viele Stunden habe ich auch gerungen? Und dann stolz aufgestanden, weil ich der Gebetskämpfer war. Wenn wir lernen, im neuen Bund zu beten, kriegt niemand mehr die Herrlichkeit als nur Jesus, weil sein Werk ist vollbracht. Und wir nehmen im Glauben an, dass durch das vollbrachte Werk des Kreuzes geschehen ist. Und meine lieben Freunde,
Ich hoffe, dass diese Botschaft euch ins Herz dringt. Ich hoffe, dass diese Worte euch so tief treffen, wie sie auch mich getroffen haben. Jesus lenkt in Matthäus 6, wenn er über das Gebet spricht, er nimmt die Aufmerksamkeit weg von uns und unserem Gebet hin zum Vater im Himmel, der sich um uns sorgt. Ich habe vor kurzem in Brasilien eine Aussage gemacht, die habe ich sehr bewusst gemacht. Ich habe sie bewusst provokant und hart gemacht, weil ich gespürt habe, ich muss in diesem religiösen, verkorksten Brasilien etwas aufrütteln. Und da machte ich folgende Aussage. Und wenn man die aus dem Zusammenhang nimmt, ist das eine Heresie. Ihre Lehre ist mir völlig klar. Und die Aussage war folgendes. Es liegt absolut keine Kraft im Gebet. Hört zu. Satanisten beten, Moslems beten, Buddhisten beten, Leute, die gar nicht Christen sind, die beten, wenn sie in der Batsche stecken. Die Kraft liegt nicht in deinem Gebet. Die Kraft liegt in dem, dass wir zu dem beten, der bereits unser vollbrachtes Werk des Kreuzes gegeben hat. Ist Gebet kraftvoll und wie? Ist Gebet mächtig und wie? Aber liegt die Kraft im Gebet oder liegt die Kraft nicht vielmehr in dem, zu dem wir beten? Wisst ihr, warum ich das so bewusst provokant sage? Weil wir müssen weg von der Gebetsdenkweise des Alten Bundes. Wir müssen weg davon, dass wir Gott überzeugen müssen, etwas zu tun durch unsere Gebete. Wir müssen weg davon, dass je mehr wir uns anstrengen und flehen und beten, dann kommen wir eh nicht dazu, dass wir ihn überzeugt haben, auf unsere Gebete zu hören. All diese Gedankenmuster sind nicht Muster des Neuen Bundes. Ich werde heute Abend, den letzten Abendschnitt, werde ich über Fürbitte und geistlichen Kampf lehren. Aber heute Nachmittag muss ich Dinge und möchte ich Dinge aufklären, die so wichtig sind. Meine lieben Freunde, diese Worte in dem Buch von Wolfer, die haben mir so ins Herz getroffen. Wir entkleiden uns unserer eigenen Leistung und er bekleidet uns mit seiner Gegenwart, Vollmacht und Herrlichkeit. Ganz ehrlich, mangelt es der Gemeinde Jesu Christi nicht an Vollmacht, Gegenwart Gottes und Herrlichkeit? Ganz ehrlich, mangelt. Könnte nicht der Grund darin liegen, dass wir nicht bewilligt sind, uns von unserer eigenen Leistung zu entgleiten, wie Wolfert so schön sagt, das fällt uns engagierten Christen aber sehr, sehr schwer. Meine lieben Freunde, Gebet ist keine Arbeit und auch kein Tauschhandel und auch kein eigenes Werk. Es gibt mit Gott keinen Tauschhandel, weder durch das Gebet noch durch das Fasten. Den einzigen Tauschhandel, den es gibt, der geschah am Kreuz. Er wurde zur Sünde für mich, damit ich zur Gerechtigkeit werden kann. Er wurde Krankheit für mich, damit ich Heilung erleben kann. Er nahm alles auf sich, damit ich alles das haben kann, was er mir gab. Er wurde arm, dass wir reich sein können. Er trug die Schande. Jesus hing nackt am Kreuz. Wenn ich mit dir zu Hause in die Wohnung hineinkomme und du steigst gerade aus der Dusche raus, bitte nackt und gehst ins Wohnzimmer, weil du denkst, du bist alleine zu Hause, sonst ist niemand hier. Und plötzlich stehe ich aber bei dir. Was ist das Erste, was du machst? Ich werde es dir zeigen. Das Erste, was du tust, ist folgendes. Wir bedecken sofort unsere Scham. Das ist ein Instinkt, wir bedecken unsere Scham. Jesus hing nackt am Kreuz mit ausgestreckten Armen, er konnte seine Scham nicht bedecken. Der einzige Tauschhandel, den es mit Gott gibt, fand bereits statt am Kreuz von 2000 Jahren. Er trug meine Scham, damit ich mich angenommen und sicher und beliebt wissen darf. Meine lieben Freunde, wenn wir Gebet weiterhin zu einem Tauschhandel mit Gott machen, dann wird unser Gebetsleben frustriert sein. Am Ende des Tages werden wir uns rühmen, was wir alles erreicht haben durch unser Gebet. Dann gibt es diese Klassifizierung in der Gemeinde, die ich seit über 30 Jahren gar nicht mag, aber nie dagegen gepredigt habe, weil ich sehr vorsichtig bin. Diese Klassifizierung, ich bin Fürbitter.
Freunde, diesen Fürbittdienst, den wir in der Gemeinde haben, den findest du im Neuen Testament gar nicht. Werden wir das am Abend lernen. Wir alle sind aufgerufen, ein Gebetsleben des Neuen Bundes zu leben. Jeder einzelne Christ. Und das Problem ist, in allen Ländern, wo ich gereist bin, in allen Ländern habe ich immer wieder dasselbe erlebt. Die Leute, die sich ganz besonders berufen fühlen zum Fürbittdienst, die waren fast ohne Ausnahme, ich sage das nicht anklagen, ich sage meine Erfahrung, die waren fast alle Ausnahme so stolz darauf, was sie alles geleistet haben durch die Fürbitte. Freunde, ist es nicht Zeit, dass die Gemeinde Jesus sich entkleidet ihrer eigenen Macht, ihren eigenen Werke, auch des Werkes des Gebetes, und so lernt zu beten, wie der neue Bund es uns tatsächlich zeigt. In der Bibel wird sehr viel über Gebet gesprochen. Es gibt in der Bibel 650 Mal wird das Wort Gebet verwendet. Es werden in der Bibel etwa 450 Antworten auf Gebet aufgezeigt. Es werden in der Bibel 25 Mal spricht es davon, dass Jesus betete. In der Bibel spricht es davon, 41 Mal erwähnt Paulus das Gebet. Es werden verschiedene Körperhaltungen von Gebet gelistet, Hände aufheben, auf den Knien sitzen. Aber wisst ihr, eines der größten Probleme, das wir haben, ist, dass wir fast ausnahmslos alle Lehre vom Gebet vom alten Bund übernommen haben. Heute Abend werde ich darüber lernen, warum 2. Korinther 7, Vers 14 nicht für uns zutrifft. Wenn man voll, ich habe das selbst gepredigt. Ich klage wirklich niemanden an. Ich habe selbst vor, ich kann mich erinnern, im Jahre 1982, vor 38 Jahren, habe ich eine Predigt gepredigt über 2. Korinther 7, Vers 14 und die Gemeinde damit versucht zu motivieren zum Gebet. Aber nach der Erkenntnis des neuen Bundes ist das für mich ganz klar, das ist kein Aufruf zur Fürbitte für uns Christen, die wir im vollbrachten Werk des Kreuzes leben. Jetzt, wenn ihr wissen wollt, was das wirklich bedeutet, müsst ihr am Abend zuhören. Darüber lernen wir am Abend. Aber das Problem ist, dass wir erstens, wie wir beten, haben wir hauptsächlich übernommen und gelernt vom alten Bund und nicht vom vollbrachten Werk des Kreuzes. Eine der Zeilen, die mein lieber Magis in das E-Mail geschrieben hat, ich habe das E-Mail jetzt nicht vor mir, um es genau zu lesen. Es kann sein, dass ich es nicht 100% detailliert perfekt zitiere, aber so auf die Art und Weise hat Wolfert gesagt, ich habe gelernt und ich habe erkannt, ich muss noch umso mehr auf das vollbrachte Werk des Kreuzes blicken. Freunde, es ist vollbracht. Und jetzt möchte ich auf eine Bibelstelle eingehen, die sehr viel Verwirrung gebracht hat, nachdem Leute gehört haben, wie ich über Beten lehre, auch im Licht des neuen Bundes. Und das ist die Bibelstelle Matthäus Kapitel 7. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch auch aufgetan. Was ich jetzt sage, das sage ich mit tiefster Überzeugtheit. Sage ich von meinem ganzen Herzen. Sage ich aber in dem Bewusstsein, dass es wahrscheinlich sehr vielen Leuten schwerfallen wird, das anzunehmen. Das sage ich gleich mal vorweg ab. Ich bin der absoluten Meinung und bin zu der Überzeugung gekommen, durch das Studieren des vollbrachten Werkes des Kreuzes und durch den neuen Bund, dass diese Bibelstelle niemals für mich gemeint wurde, noch für mich gegeben wurde. Ich lebe mein Leben nicht nach Matthäus Kapitel 7, bitte, so wird euch gegeben, suche, so wird euch finden, klopfe an, so wird euch aufgenommen. Wen soll ich noch suchen? Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er versteckt sich nicht mehr. Der Gott, der im Verborgenen ist, wurde offenbart durch Christus. Warum sehe ich das für mich ganz klar, dass diese Aussage nicht für mich gilt? Ich könnte jetzt ein 5 Stunden langes Studium machen, um euch das klipp und klar vom Wort her zu beweisen. Aber ich werde es das einfach und kurz machen. Nämlich, wenn wir die gesamte Bibel inklusive alle Aussagen, die Jesus getan hat, nicht durch das vollbrachte Werk des Kreuzes interpretieren, dann werden wir sie falsch interpretieren und falsch anwenden.
Die meisten Leute teilen die Bibel in das Alte und das Neue Testament ein. Ich teile die Bibel nicht in das Alte und in das Neue Testament ein. Ich teile die Bibel in das Alte Testament, in die Evangelien und in die Briefe und die Apostelgeschichte und die Briefe ein. Warum? Jesus lebte nicht im Neuen Bund. Jesus kam, um uns den Neuen Bund zu bringen. Jesus hat noch nicht im vollbrachten Werk des Kreuzes gelebt. Und wenn wir nicht verstehen, dass alles, was Jesus gesagt hat, wenn es nicht im Licht des Neuen Bundes ergriffen wird, dann müssen wir es einfach so stehen lassen. Es sind viele Dinge, die Jesus gesagt hat, die hat er niemals zu dir gesagt, niemals zu mir gesagt. Die haben für dich und für mich auch nicht auf die Art und Weise, wie wir sie bis jetzt verstanden haben, Anwendung. Leute sagen jetzt, Reinhard, aber Jesus hat das doch gesagt. Natürlich, ich liebe Jesus. Die, die mich wirklich kennen, die wissen, wie sehr ich Jesus liebe. Die, die mich wirklich kennen, die wissen, wie leidenschaftlich mein Herz für meinen Jesus brennt. Ich gebe euch vier Beispiele, um das ganz einfach ergreifen zu können. Denn ich bin überzeugt, dass bei vielen von euch jetzt im Kopf alles drunter und drüber geht und das Herz jetzt vielleicht sagt, um Gottes Willen. Im Englischen sagt man so schön, God offends your mind to reveal your heart. Gott beleidigt deinen Kopf, deinen Verstand, um dein Herz dir zu offenbaren, was wir wirklich im Herzen glauben. Schau, vier klare Beispiele, wo wir sehen, dass viele Dinge, die Jesus gesagt hat, für uns nicht so Geltung haben. Wir müssen immer fragen, wie passt das in das vollbrachte Werk des Kreuzes? Der erste Beweis ist Matthäus Kapitel 23, Vers 1. Da redete Jesus zu der Volksmenge, Matthäus 23, Vers 1. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern. Also sprach er auch zu den Jüngern. Und er sagte, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Wir wissen alle, was das bedeutet. Die Pharisäer, die religiösen Leiter, die haben sich auf den Moses Stuhl gesetzt und das Gesetz beinhart und radikal gelehrt. Und dann sagt Jesus Folgendes. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut auch. Wenn du sagst, dass alles, was Jesus gesagt hat, für mich heute Anwendung hat, dann musst du zumindest fair genug sein und musst du sagen, okay, alles, was die Pharisäer gelehrt haben zu halten, das muss ich auch halten. Denn das ist die Aussage Jesus hier, gib und klar. Das heißt, du musst zurückgehen und wieder die 613 Gesetze halten, plus die Traditionen, die von Menschen überliefert wurden. Die kamen ja dann auch hinzu. Das heißt, du musst 613 Gesetze gehorchen. Ich sehe einige von euch, das sind ja nicht viele Leute, die ich hier sehe, die in Liechtenstein sitzen, aber einige von euch sehe, dass sie jetzt bereits nicht alle diese 613 Gesetze halten. Denn ich sehe, dass ihr tragt da Mischgewebe. Mischgewebe war verboten. Du kannst nicht Baumwolle mischen mit irgendetwas anderem. Das war im Gesetz verboten. Also da haben wir schon das erste Problem. Hier gehorcht Jesus nicht. Denn Jesus sagte, er sagte zu den Jüngern, alles, was die Pharisäer euch sagen zu tun, das tut ihr. Ja, warum hat Jesus das gesagt? Jesus lebte nicht im Neuen Bund. Er kam, um den Neuen Bund zu bringen. Jesus kam voller Gnade und Wahrheit. Er kam uns, um herrliche Dinge zu zeigen. Aber wenn wir nicht verstehen, dass Jesus noch nicht im Neuen Bund lebte, dann haben wir große Probleme mit vielen Aussagen Jesus. Zweite Bibelstelle. Matthäus 19, Vers 16 bis 26. Wir werden die ganze Bibelstelle nicht lesen. Mir läuft die Zeit davon. Matthäus 19, 16 bis 26. Die Geschichte vom reichen Jüngling. Wie viele Prediger und Christen haben eine Doktrin aufgebaut auf diese Geschichte. Hört zu. Ich lese euch wortwörtlich die Worte zur Schlachterbibel vor. Vers 16. Der Mann kommt zu Jesus und sagt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Klare Frage. Ganz klare Frage. Guter Meister, sag mir, was ich Gutes tun soll, um ewiges Leben zu erlangen. Was war die Antwort Jesus darauf? Vers 17. Die direkte Antwort Jesus, ohne Ablenkung, ohne Zwischen, ohne die direkte Antwort, die Antwort Jesus war so. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote.
Warum? Jesus lebte noch nicht im neuen Bund. Im alten Bund wurdest du wie gerecht? Durch das Halten der Gebote. Was denkst du, wenn derselbe junge Mann heute zu Jesus kommen würde und er würde heute zu Jesus sagen, guter Meister, was soll ich tun, um in das ewige Leben zu erlangen? Weißt du, was Jesus sagen würde? Glaube an mein vollbrachtes Werk, bekenne es mit deinen Lippen, kehre um und du wirst errettet werden. Jesus hätte demselben Mann mit derselben Frage heute eine ganz andere Antwort gegeben. Warum? Weil Jesus lebte nicht im neuen Bund, dadurch müssen wir alles, was auch Jesus gelehrt hat, im Licht des neuen Bundes verstehen. Freunde, als ich das erkannt habe, dann hat alles für mich einen Sinn gegeben. Es gab so viele Bibelstellen, die waren für mich schwierig. Es waren Aussagen von Jesus, die waren für mich schwierig. Und dann haben die Pastoren und Prediger herumgedrückt und versucht und irgendwie erklärt und hin und her. Aber mein Herz war niemals zufrieden. Mein Herz kam erst dann zufrieden, als ich erkannt habe, der neue Bund ist absolut. Und auch die Aussagen Jesus, die müssen sich in den neuen Bund hineinpassen, dann sind sie auch für mich. Dritte Bibelstelle. Matthäus Kapitel 11, Vers 12. Hier steht ganz klar, aber von den Tagen Johannes des Täufers an, bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Meine lieben Freunde, ich kann mich noch an eine Predigt erinnern, die ich gepredigt habe in den 80er Jahren, über diesen Bibelvers. Eine Predigt, die ich unserer Jugendgruppe gepredigt habe, wo ich unsere Jugendgruppe doch aufgefordert habe, eine gewalttätige Einstellung zu haben, um das Reich Gottes an sich zu reißen. Ja, habe ich auch gepredigt. Was würde Jesus heute sagen? Kolosser 1, Vers 2, oh, ich liebe den Kolosserbrief, ich liebe die ganze Bibel, aber ich liebe den Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus dem Reich der Finsternis und er hat uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kein Christ im neuen Bund braucht mit Gewalt das Reich Gottes an sich reißen, weil du bist drinnen im Reich. Ist das nicht gewaltig? Also ich tue mir schwer, jetzt auf meinem Stuhl hier in dem Büro von diesem Doktor sitzen zu bleiben. Ich würde jetzt so gerne tanzen hier, wenn ich wirklich beim Seminar wäre, nicht entscheidend, würde ich jetzt auf der ganzen Bühne auf- und abtanzen. Die ist ja sehr schön groß, da hätte ich Platz. Mein Herz, Freunde, wenn ich zurückdenke, reißen wir das Reich Gottes mit Gewalt um uns. Reißen wir es. Jesus hat es ja gesagt. Ja, er hat es gesagt. Aber im neuen Bund ist das alles anders. Wenn ich drin bin im Reich Gottes, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes bin ich hineinversetzt worden in dieses Reich. Ich brauche mir gar nichts mehr an mich reißen. Ich muss im Glauben nehmen, was mir gegeben wurde. Ich gebe euch aber noch eine vierte Bibelstelle. Matthäus 5, Vers 29. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Jesus sagt weiter, wenn deine rechte Hand eine Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wisst ihr, was mich immer gestört hat? Immer, immer, immer. Dass die Aussagen, die der Pastor gerne möchte, dass er darüber predigt, die nimmt er sich von Jesus raus. Und die andere, die sagt, das hat er nicht so wortwörtlich gemeint. Das hat mich schon als Kind gestört. Welche hat Jesus ein wortwörtlich gemeint und welche nicht? Jesus hat niemals in Matthäus 5 gesagt, ich gebe euch einmal eine Symbolik oder ich sage euch ein Gleichnis. Das hat er nicht gesagt. Jesus hat simpel und einfach gesagt, wenn das Problem, das dich zum Sündigen führt, reißt es auch ab. Wenn das auf ist, reißt es auf. Und Johannes hat es ja. Was würde Jesus heute sagen? Er würde heute sagen, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus hat dich freigesetzt vom Gesetz des Todes und der Sünde. Jesus würde dir heute sagen,
Du brauchst nicht mehr die Hand abschneiden, noch das Auge ausreißen. Du bist mit Christus gekreuzigt. Jesus würde heute sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das darfst du deklarieren, mein liebes Kind. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, welches ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Das würde Jesus heute sagen. Wisst ihr, was ich hoffe, mit diesem erreicht zu haben? Dass wir rausbrechen aus einem Denkmuster, dass wir Bibelstellen nehmen und denken, das müssen sie sein, einfach weil wir den neuen Bund nicht ergriffen haben. Matthäus 7 ist nicht für mich im neuen Bund. Das hat Jesus nicht zu mir gesagt und das ist auch für mich nicht zu verstehen. Ich brauche Gott, um nichts zu bitten und zu betteln und zu flehen, dass er für mich gibt. Was wir lernen müssen, ist zu nehmen, was durch das vollbrachte Werk des Kreuzes uns gegeben wird. Ich habe für mich eine ganz, ganz simple Entscheidung getroffen. Das war etwa, ich weiß nicht, vielleicht 10 Jahre her, habe ich diese Entscheidung getroffen. Jede Bibelstelle, die nicht klar in das vollbrachte Werk des Kreuzes passt, die lasse ich stehen und bitte den Heiligen Geist mir Offenbarung zu geben. Mache ich ganz einfach so. Lass sie einfach stehen. Sage, ich verstehe sie nicht. Es kann das nicht bedeuten, was es für mich offensichtlich scheint. Also lasse ich es mal stehen. Der Geist Gottes wird mir irgendwann mal Offenbarung geben. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich werde das verbrachte Werk des Kreuzes nicht mehr aus meinen Augen lassen. Was hat Paulus gesagt? Die Torheit des Kreuzes. Paulus hat gesagt, ich weiß nichts, ich predige nichts außer Christus und ihm als den Gekreuzigten. Wir wissen so viel, wir haben so viele tolle Meinungen, wir haben so viele tolle Lehrungen, wir haben so viel Tolles erkannt, aber das Zentrum, ihn und den Gekreuzigten, haben wir leider aus dem Zentrum verloren. Ich gebe euch ganz schnell, und das mache ich jetzt blitzschnell, da könnt ihr, habt ihr gar keine Zeit, das aufzuschreiben, weil ich das so schnell machen werde, weil ich möchte noch einige sehr wichtige Dinge mit euch heute Nachmittag mitteilen. Aber ihr könnt euch das dann später, wenn ihr wollt, runterschreiben, oder ich kann es per E-Mail an den lieben Michael schicken, und dann der Michael kann es euch dann weitergeben, wenn ihr wollt. Der Michael ist einer der ganz außergewöhnlichsten Leute, die ich kenne. Ich gebe euch nur ganz, und ich mache das sehr schnell, wirklich sehr schnell. Und wenn ihr wollt, ich e-mail das dem Michael. Wenn ich vergesse, Michael, bitte erinnere mich daran, dass ich dir das e-maile. Aber ich gebe euch ganz kurz mal Unterschied zwischen Beten im Alten Bund und Beten im Neuen Bund. Im Alten Bund, bitte suche, klopfe an. Im Neuen Bund, deklariere. Im Alten Bund, bete intensiv. Im Neuen Bund, bete glaubend. Im Alten Bund, viele Worte. Im Neuen Bund, wenige Worte. Im Alten Bund, glaube, während du betest, dass Gott die Antworten wird. Im neuen Bund, glaube, nachdem du gebetet hast, dass es vollbracht ist. Im alten Bund, sprich über das Problem. Im neuen Bund, sprich zum Problem. Im alten Bund, stopp den Teufel und seine Flüche. Im neuen Bund, setze Gott und seinen Segen frei. Im alten Bund, fokussiere dich auf das Problem. Im neuen Bund, fokussiere dich auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Im alten Bund, das gefällt mir so gut, im alten Bund bitte viel, im neuen Bund danke viel. Ich denke, es gibt nichts, was ich so sehr tue in meinem eigenen Leben als danke. Danke, 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 danke. Das ist für mich so eine, von in der Früh bis in der Nacht, danke, 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 Jesus. Mein Herz explodiert mir vor Dankbarkeit und das verbrachte Werk des Kreuzes. Und darum manifestieren sich die Segen alle, die ich auch in meinem Leben brauche, ohne Stress, ohne Druck. Wisst ihr, diese Aussage, die ist für mich ein absoluter Schlüssel geworden. Ich brauche Gott nicht überzeugen, mich zu segnen. Ich brauche Gott nicht überzeugen, mich zu heilen. Ich brauche Gott nicht überzeugen, mich zu versorgen. Ich brauche Gott von nichts mehr zu überzeugen. Gott möchte mich überzeugen, dass das, was am Kreuz geschah, real ist, echt ist und ich es annehmen kann. Und als Gott mir das eines Nachts gesagt hat, das war für mich eine Lebensänderung. Als Gott mich aufweckte, er weckte mich in der Nacht auf. Und seine Gegenwart war so spürbar, ich hörte ihn. Und er sagte, Rainer, den ganzen Tag versuchen meine Kinder, mich von dem zu überzeugen, was sie wollen, dass ich ihnen geben soll. Aber sie merken gar nicht, dass ich den ganzen Tag über sie überzeugen,
versuchen zu überzeugen durch das, was ich ihnen bereits durch Christus gegeben habe. Im alten Bund, Gott ist sehr zögerlich und oft verhindert. Im neuen Bund, Gott ist gut und hat den Sieg bereits vollbracht. Im alten Bund tun wir uns schwer mit Stille. Im neuen Bund genießen wir die Stille und seine Gegenwart. Freunde, ich wecke nie mit einem Wecker auf. Nie, 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 nie. Und wisst ihr, wenn mich mitten in der Nacht der Herr aufweckt und einfach in der Gegenwart des Heiligen Geistes zu sein, das Kreuz zu ergreifen, Jesus zu genießen. Ich sage dir etwas, wie viele Leute glauben mir das nicht, aber ich sage dir das wirklich. 3 oder 4 Stunden so in der Nacht zu verbringen, gibt dir wesentlich mehr körperliche Kraft als 8 Stunden Schlaf. Ich weiß, Leute glauben mir das nicht, aber fragt meine liebe Debbie, das ist wirklich so. Wenn ich früh aufstehe, um hart zu arbeiten, bin ich müde. Aber wenn ich früh aufstehe und die Zeit in der Gegenwart des Heiligen Geistes und das Pracht des Werkes des Kreuzes zu blicken verbringe, dann habe ich so viel Energie, dass ich gar nicht weiß, was ich damit tun soll. Das ist wirklich wahr. Ihr könnt das probieren. Ich sollte das mal probieren. Im alten Bund Lobpreis bahnt den Weg zum Gebet. Im neuen Bund Lobpreis ist Gebet. Im alten Bund Fasten ist ein Ereignis. Im neuen Bund Fasten ist ein Lebensstil. Im alten Bund ist das Gebet belastend, im neuen Bund ist das Gebet freudig. Im alten Bund lacht man wenig, im neuen Bund lacht man ständig. Im alten Bund ist der Dienst eine Last, im neuen Bund macht der Dienst Spaß. Im alten Bund ist der Dienst eine Last mit Zielen, die wir erreichen müssen. Im neuen Bund ist der Dienst ein Spaß, in dem Jesus durch uns wirkt. Im alten Bund fokussieren wir uns auf die Arbeit, im neuen Bund fokussieren wir uns auf die erlebte Gegenwart des Herrn. Im alten Bund erwarten wir geistliche Angriffe, im neuen Bund erwarten wir nur Siegen. Sorry. Okay, wir müssen ergreifen, dass wir einfach im neuen Bund ganz, ganz anders beten. Im alten Bund beten wir und wir warten dann und blicken in die Zukunft, dass Gott auf unser Gebet reagiert. Aber im neuen Bund beten wir zurückblickend auf das, was bereits geschehen ist durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Schau mal, das ist ein Gebet, das du beten sollst. Wisst ihr, ich kann mich erinnern, ich habe eine Leiterkonferenz gepredigt, bei einer Pastorenkonferenz. Und als ich mich vorbereitete auf diese Pastorenkonferenz, da hat der Herr zu mir gesagt, ich soll darüber predigen, über die Wichtigkeit, dass die Leiter und Pastoren für ihre Geschwister, die sie leiten, mit allen wirklichen, herzlichen und einfachen, kindlichen Glauben das Epheser Kapitel 1, Vers 15 Gebet beten. Und der Herr hat zu mir Folgendes gesagt. Und ich gebe das wertfrei weiter. Wenn ich sage, der Herr hat das so gesagt, dann sage ich, so habe ich das vernommen. Das ist völlig klar, das könnt ihr prüfen. Aber der Herr hat zu mir damals Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Reinhard, der Feind hat es geschafft, in seiner List die Pastoren und Leiter dazu zu bringen, nur problemlösende Bete zu beten für die Gemeinde. Anstatt das apostolische Gebet des Paulus zu beten, denn wenn sie das im Glauben beten würden, wäre der größte Teil aller dieser Probleme gar nicht mehr existent. Sage ich das noch einmal etwas langsamer. Der Feind hat es geschafft, in seiner List die meisten Pastoren und Leiter dahin zu bringen, gegen die Probleme, die in der Gemeinde sind, zu beten. Ich bin 40 Jahre im Dienst dieses Jahr. 1980 habe ich meinen Dienst begonnen. Und wenn wir ehrlich schauen, als Leiter, als Pastoren, wie viel unserer Gebetszeit haben wir damit verbracht, zu beten, weil die Gemeinde Probleme hat? Wie viel unserer Zeit haben wir damit gebracht, versuchen, durch Gebete die Probleme der Gemeinde zu lösen? Und der Herr hat mir gezeigt, wenn dieses Gebet im Glauben für die Gemeinde gebetet wird, mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit im Herzen, und dieses ein Gebet auch ist, das beantwortet wird, dann schaut die Gemeinde ganz anders aus. Was sagt Paulus? Paulus sagt im Epheser 1, Vers 15, darum lasse ich auch nicht von dem ab, ich lasse nicht ab, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Schau, das Erste, was er tut, ist nicht Gott zu bitten, etwas zu tun. Das Erste, was Paulus tut, ist zu danken. Interessant, ha? Paulus sagt, ich lasse nicht ab, ich höre nicht auf damit. Jedes Mal, wenn ich über euch denke, das Erste, was er tut, ich danke für euch.
Das heißt, Paulus hat Gott ständig gedankt für die Gemeinde in Ephesus. Nach dem Danken hat er Folgendes gemacht. Und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und dann betet er weiter, dass die Augen des Herzens geöffnet sind, dass sie erkennen, was sie sind und was sie haben. Stell dir mal vor, träume mit mir. Ich lade dich ein, mit mir zu träumen. Träume mit mir von einer Gemeinde, wo Epheser 1 von Vers 15 bis Ende dieses Gebet erfüllt ist in jedem einzelnen Gemeindemitglied. Träume mit mir von einer Gemeinde, wo jedes Gemeindemitglied im Herzen ergriffen hat, dass die Kraft, die Jesus Christus aus dem Toten auferweckt hat, ist exakt dieselbe Kraft, die in mir, durch mir und an mir wirkt. Stell dir mal vor, wir bräuchten nicht mehr für Erweckung beten für Deutschland, wir hätten Erweckung. Darf ich das nochmal so sagen? Stell dir vor, wenn jeder Christ in Deutschland sich absolut bewusst wäre, dass dieselbe Kraft, die Jesus Christus, der 3 Tage lang in Hades war, 3 Tage lang und 3 Nächte, dass dieselbe Kraft, die Jesus Christus aus dem Toten auferweckt hat und hoch über alle geistige Himmelswelt gesetzt hat, dieselbe Kraft, die ist in jedem Gläubigen drinnen, aktiv, wirksam, in uns, im Griechischen bedeutet das, die Kraft, die in uns, durch uns und für uns wirkt. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie viele Christen es in Deutschland gibt, keine Ahnung, aber es gibt sicher 1 Million oder mehr, ich habe keine Ahnung, gar keine Ahnung. Nehmen wir nur an, nimm nur einmal an, es gibt 100.000 Menschen in Deutschland, jeder davon ist 100% überzeugt, dass dieselbe Kraft, die Christus aus dem Toten auferweckt hat und ihn danach in die höchste Position, die es gibt, gesetzt hat, es ist die exakte Kraft, die in mir wirkt. Und das glauben jetzt 100.000 Menschen in Deutschland. Danach handeln wir jetzt. Wir bräuchten nicht mehr für Erweckung beten, wir hätten Erweckung. Denn diese Kraft, die würde auf den Straßen fließen, die würde in die Geschäftsviertel reinfließen, die würde in die Krankenhäuser reinfließen. Diese Kraft, die würde überall hineinfließen, wo wir hinkommen. Und was tun wir? Ich denke, was der Herr mir gesagt hat, das war tatsächlich die Stimme des Herrn. Der Feind hat es geschafft, in seiner List die Leiter Pastoren dahin zu bewegen, dass ihr Gebetsleben hauptsächlich problemfokussiert ist, was die Gemeinde betrifft. Und nicht dieses Gebet im Glauben beten, damit die Gemeinde auch diese Gemeinde ist. Freunde, das ist die Fürbitte, die wir brauchen. Das ist die Gebete, die wir brauchen. Wir brauchen nicht, dass Gott uns mehr gibt, um ihn durch Gebet zu überzeugen. Wir brauchen, dass wir mehr Offenbarung haben von dem, was wir bereits bekommen haben. Paulus sagt nicht, ich bete dafür, dass ihr offene Augen bekommt und dass ihr auch diese Kraft bekommen werdet. Paulus spricht nicht, dass wir irgendetwas anderes erhalten, außer Offenbarung und offene Augen, um zu sehen, was wir bereits haben. Wenn du dieses Gebet analysierst und ganz genau anschaust, dann ist es ein Gebet, das ein perfektes, neubündliches Gebet ist. Mit einfachen Worten sagt Paulus Folgendes. Gott braucht uns nicht mehr geben, außer Offenbarung, dass wir das erkennen, was er uns bereits gegeben hat. So kannst du das Wort in einem einfachen Satz haben. Gott braucht uns nicht mehr zu geben, außer mehr Offenbarung, ihn wirklich zu kennen und zu sehen, was er uns bereits gegeben hat. Freunde, wisst ihr, dieses Gebet habe ich für mich, ich weiß nicht, wie viele tausende Male gebetet und bete ich ständig noch für mich. Ständig. Es gibt Tage, wo ich 10-mal zum Herrn sage, Herr, bitte, 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 füll mich mit dem Geist der Weisheit und Offenbarung. Ich will dich noch immer besser kennen. Herr, bitte öffne meine Augen noch weiter, damit ich sehe, was ich in dir und in Christus und vollbrachten Werk des Kreuzes habe. Und zum Abschluss möchte ich noch ganz schnell etwas, geht's noch? Gebt mir, zeigt mir mal ein Zeichen, Lichtenscheiner, wenn ihr denkt, dass ich noch 10 Minuten lehren kann. Oder soll ich aufhören? Okay, der Große dann sagt, ich kann. Ah, da, Michael gibt mir sogar noch mehr. Danke, Michael. Michael, ich höre auf dich. Dankeschön. Hör zu.
machen wir dann ganz schnell weiter. Stell dir mal vor, wenn wir als Leiter anfangen zu beten würden, dass das in der Gemeinde geschieht, dann würden wir nicht so viel Energie müssen verschwenden, ständig zu beten, um die Probleme der Leute zu lösen. Denn wenn die Leute sehen, was sie in Christus haben, sie würden daraus annehmen und wir bräuchten uns nicht ständig so abplagen, unsere Gebete, um die Probleme allen möglichen Geschwister zu lösen. Ich erzähle euch noch einen zum Abschluss heute von den Erlebnissen, die ich hatte in der Nacht, wo Gott mich aufweckte. Und wie gesagt, habe ich schon gestern gesagt, es ist ein Erlebnis, völlig klar. Ihr habt die Freiheit, es in Frage zu stellen, auch völlig klar. Für mich ist das inzwischen klar, wenn ich das nachdem ja intensivst auch biblisch studiert habe, und ich, ist für mich biblisch auch belegbar. Aber es ist ein Erlebnis, das ich persönlich denke, dass von all meinen Erlebnissen, die ich mit Gott in 52 Jahren, wo ich mit ihm gehen hatte, das mich mehr beeinflusst und mehr Resultate gebracht hat, als irgendetwas anderes in meinem 52-jährigen Christenleben. Auch etwas, wofür ich wahrscheinlich mehr angegriffen wurde, als für irgendetwas anderes. Das ist auch okay, das macht mir wirklich nicht sehr viel aus. Und was zum Folgenden ist: Gott weckte mich auf und seine Gegenwart war so stark, ich spürte, da kommt jetzt was Besonderes. Ich spürte, das wird jetzt eine außergewöhnliche Nacht. Also ging ich aus dem Bett, machte die Tür zu, damit der mich schlafen kann, ging in den anderen Raum. Und dann sagte Gott mir eben, das Erste, das Gott mir in dieser Nacht gesagt hat, war Folgendes: Reinhard, ich setze keine Begrenzungen auf das Leben meiner Kinder, sie begrenzen sich selbst durch den Unglauben in ihrem Herzen. Und er gab mir die Bibelstelle Markus 9, 23 dazu. Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Und der Herr sagte: Reinhard, wenn alles möglich ist, gibt es dann noch Begrenzungen? Ich sagte: Okay, Herr, du hast gewonnen, ich gebe kein Bein. Das Zweite, was Gott mir diese Nacht sagte, war Folgendes: Reinhard, den ganzen Tag lang versuchen meine Kinder mich zu überzeugen, ihnen so viele Dinge zu geben, aber sie merken gar nicht, dass ich den ganzen Tag lang zu überzeugen zu versuche, dass ich ihnen in Christus bereits alles gegeben habe. Epheser 1, Vers 3, 2. Petrus 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Vor kurzem hat der Pastor gesagt, aber das ist ja gar nicht so einfach, weil die Segnungen, die sind ja in der Himmelswelt und wir sind hier auf der Erde. Und genau da ist das Problem. Vielleicht bist du auf der Erde, ich nicht. Weil Epheser 2, Vers 6 sagt, er hat uns mitversetzt mit Christus. Ich sitze da, wo Christus sind und ich bin genau da, wo alle meine geistlichen Segnungen auch sind. Mein Körper wandelt hier auf dieser Erde. Aber ich bin mit Christus in geistlichen Himmelswelten hinversetzt und da sind auch meine Segnungen und die nehme ich mir im Glauben. So einfach ist das und die machen es halt so kompliziert, leider Gottes. Und das Dritte, was Gott mir gesagt hat in dieser Nacht, und das war für mich etwas, was direkt des Nachts für mich etwas sehr Schmerzhaftes war. Ich spüre, ich kann schwer darüber reden, ohne die Schmerzen Gottes zu spüren. Obwohl das schon einige Jahre her war. Da sagte Gott, der Vater, zu mir: Reinhard, eines der größten Traurigkeiten meines eigenen Herzens ist es, wenn meine Kinder nicht aus nehmendem Glauben leben. Und als Gott das sagte, da spürte ich einen tiefen Schmerz, den habe ich in ganz wenigen Momenten meines Lebens gespürt. Ich spürte so tiefen Herzensschmerz. Und ich sagte: Vater, ich will zwei Dinge. Erstens, ich will, dass du mir erklärst, was nehmender Glaube ist, denn ich kann nichts anfangen, wenn ich damit. Zweitens, ich will, dass du mir sagst, warum das einer der größten Traurigkeiten deines Herzens ist. Und der Vater sagte mir: Reinhard, nehmender Glaube ist ganz einfach. Vier Dinge. Erstens, der hört auf zu bitten für das, was ich dir gegeben habe durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Hört auf zu bitten. Wenn das vollbrachte Werk des Kreuzes mir alle Segnungen bereits gegeben hat, dann hören wir auf zu bitten, gesegnet zu werden. Vater sagte: Erstens, hört auf zu bitten. Zweitens, sagt ständig Danke. Drum hörst du mich von der Früh bis am Abend nur mehr Danke sagen. Nur mehr Danke, nur mehr Danke. Zweitens, er sagt ständig Danke. Drittens, er glaubt kindlich an das, was tatsächlich bereits gegeben wurde. Und viertens, er handelt danach.
Also hier die vier Punkte, wie nehmen der Glaube sich in der Praxis auswirkt. Erstens, er hört auf zu bitten. Da tun wir Christen es so schwer, weil wir erzogen worden sind, dass wir müssen so lange bitten, suchen und anklopfen, bis wir endlich haben, was wir Gott überzeugen wollen, uns zu geben. Und da tun wir uns schwer, ich weiß das. Für mich war diese Umstellung so, so schwer. Erstens, hört auf zu bitten für das, was er gegeben hat. Nicht für das, was du willst. Für das, was uns gegeben wurde durchs Kreuz. Zweitens, er sagt Danke. Drittens, er glaubt kindlich daran. Und viertens, er handelt danach. Und dann kam eine Frage an Gott. Und er sagte Folgendes. Ich sage, Vater, warum ist das eine der größten Traurigkeiten deines Herzens? Und Freunde, die Schmerzen, die waren so tief. Und der Vater sagte zu mir, Reinhard, wenn meine Kinder nicht den Glauben im Leben nehmen, das heißt, sie hören auf zu bitten, das, was Gott bereits gegeben hat, sie sagen Danke, sie glauben und sie handeln danach. Wenn meine Kinder nicht den lebenden Glauben nehmen, dann ist es für mich, als ob sie hinzutreten zum Kreuz, wo mein Sohn hängt, als ob sie ihn ins Gesicht spucken würden, ihm eine Ohrfeige geben würden und sagen, ich nehme das nicht an, wofür du bezahlt hast, ich will mir selbst noch verdienen. Als Gott mir das gesagt hat, ich kann mich erinnern, ich fiel von meinem Stuhl auf den Boden, ich lag am Boden und ich heulte den Rest der Nacht. Ich sah plötzlich Szenen vor meinen Augen herumgehen, wo ich Christus ins Gesicht gespuckt habe und ein Ohr gefeigt habe, weil ich ihn ständig gebeten habe, versucht zu überzeugen, Dinge zu geben, die mir bereits gehörten. Plötzlich sah ich, wie ich das in meinem eigenen Leben getan habe. Das Ganze hat bei mir begonnen. Und ich lag die Reste des Nachts auf dem Boden und ich heulte und ich heulte und ich heulte. Und ich sagte, Herr, erstens, zeig mir das vom Wort Gottes her. Zweitens, hilf mir durch den Heiligen Geist, dass ich nie mehr wieder so handle. Dass ich nur mehr aus nehmendem Glauben mein Leben lebe. Zum Beispiel, Sieg über Sünde in unserem Leben zu beten. Ist Mangel an nehmendem Glauben. Wenn ich mit Christus gekreuzigt bin, wenn meine Sündennatur mit Christus am Kreuz gestorben ist und ich Gott jetzt noch bitte, mir den Sieg über die Sünde zu geben, dann mache ich etwas damit. Ich sage damit, das Werk des Kreuzes ist nicht genug. Stell dir vor, wir sagen Christus, ich glaube, ich nehme das nicht an, wofür du bezahlt hast. Und Gott sagt in dieser Nacht Folgendes zu mir, Reinhard, wenn meine Kinder nur verstehen würden, wie sehr mein Sohn an diesem Kreuz gelitten hat. Wenn meine Kinder nur verstehen würden, wie hoch der Preis war, den er bezahlt, damit sie das alles annehmen können, wofür er bezahlte. Wenn keine Kinder nur verstehen würden, dass Gnade nichts Billiges ist, sondern dass mein Sohn sehr viel kostete und das schmerzt mich so sehr. Jesus lebte uns nachher zum Praktischen vor, und das ist mein letztes Beispiel. Im Johannes im 6. Kapitel. Ich liebe den Johannes, das Johannes-Evangelium. Da steht Jesus vor tausenden Menschen, eine große Volksmenge. Und er sagt in Vers 5 zu Philippus. Er sagte, Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Und schau, was die Bibel sagt. Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Jesus wusste ganz genau, was er tun wollte. Er wusste es, trotzdem hat Philippus gefragt, warum? Er wollte ihn auf die Probe stellen. Er wollte sehen, was im Herz des Philippus wirklich drin war. Und im Herz von Philippus war kein nehmender Glaube. Das sehen wir in der Antwort. Schau mal, wie Jesus das Brot vermehrt hat. Ich sage es gerne oft so. In den Gedanken und so wie wir das handhaben, denken wir, Jesus hätte das so gemacht. Okay, Jünger, alle auf die Knie. Alle auf die Knie. Wir powern jetzt mal so richtig. Wir bestimmen jetzt den Himmel, dass Gott uns ein Wunder gibt. Alle auf die Knie. Powern wir, powern wir, powern wir. Flehen wir den Himmel an, damit es Nahrung gibt für diese tausenden hungrigen Menschen. Bestürmen wir den Himmel. Und dann bestürmen wir 10 Minuten und es gibt immer noch kein Brot. Und Jesus macht die Augen auf und sagt, Philippus, du hast nicht ernsthaft genug gebetet. Thomas,
Deine Zweifel haben es verhindert, dass es noch kein Brot gibt. Petrus, du bist schon wieder mit etwas anderem beschäftigt. Komm hier. Wir müssen in Einheit beten. Weiter powern. Weiter powern. Weiter powern. Wurde es uns nicht so gelehrt? Habe es auch ich nicht so gelehrt? Habe ich, ja. Schau, was Jesus tat. Vers 11. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank. Jesus hat nicht ein einziges Mal den Vater gebeten, ein Wunder zu tun. Jesus hat nicht den Vater gebeten, die Brote zu vermehren. Jesus hat auch nicht den Vater gebeten für geistig, für übernatürliche, natürliche Versorgung. Die Bibel sagt, er nahm die Brote, also er hörte auf zu bitten, das war das Erste. Er dankte, war das Zweite. Und er teilte sie den Jüngern aus. Er glaubte und er handelte. Und während er sie den Jüngern austeilte, geschah das Wunder. Mein lieber Freund, wenn du lernst, aufhören zu bitten für die Dinge, die dir geschenkt wurden, Danke sagen von der Früh bis am Abend, im Herzen wirklich zu glauben, dass das, was das Kreuz gegeben hat, auch dir wahrhaftig gehört, und danach zu handeln, weißt du, was dann geschieht? Dann hast du das vermehrte Brot. Dann hast du das Wunder. Dann hast du all die Dinge, für die du den Himmel jahrzehntelang bestürmt hast. Freunde, warum sollen wir den Himmel bestürmen, wenn der Vorhang des Himmels bereits zerrissen ist? Wofür sollte ich den Himmel noch bestürmen? Ich habe früher so gebetet. Ich habe früher gelernt, so zu beten. Ich war ein Gebetskämpfer. Heute faste ich nur mehr, und ich faste heute mehr als je zuvor, mehr als je zuvor. Heute faste ich nur mehr, weil es so ein Genuss ist, in der Gegenwart meines Herrn zu weinen, ohne zu essen und anzunehmen, was er mir gegeben hat. Heute ist all dieser Druck aus meinem Leben weg, und die Antworten, die ich aber mir erbeten versucht zu haben, die sind heute um ein Vielfaches in meinem Leben. Um ein Vielfaches. Möge der Heilige Geist uns helfen, dass wir lernen können, im nehmenden Glauben unser Leben zu nehmen, leben. Dass wir lernen können, das zu ergreifen. Wir hatten ein wunderbares Zeugnis, das ein Wort der Kenntnis von Debbie, ein Mann wurde geheilt. Eine Person, die an der Schulter gelitten hat, wurde instant geheilt. Ich habe WhatsApp-Messages bekommen von diesen letzten Seminaren, die wir hier gemacht haben. Spontan Heilungen sind zurückgekommen. Zeugnisse von spontan Heilungen. Wisst ihr was? Ich sehe mit meinen prophetischen Augen, sehe ich eine Gemeinde in Deutschland, die die Herrlichkeit des Herrn über ganz Deutschland bringt. Ich sehe eine Gemeinde, die frisch ist, die freudig ist, die in der Kraft des Heiligen Geistes lebt. Eine Gemeinde, die organisch ist, die natürlich ist, die nicht verkorkst und verzwickt ist, die erkannt hat, was sie in Christus haben, und das weitergeben, wo immer sie hingehen. Ich sehe das mit den Augen meines Herzens. Das ist der Schrei meines Herzens. Das ist das, wovon ich seit 40 Jahren träume. Und das ist das, was ich jetzt ganz knapp von mir sehe. Und das ist das, wofür ich mein Leben gerne hingebe. Nämlich Teil zu sein von dem, was Jesus tut in diesen Tagen. Wir leben in den herrlichsten Tagen, meine Freunde. Aber eins möchte ich dir sagen. Das, was auf uns zukommt, das können wir nicht erleben, wenn wir das so machen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Wir müssen sich ändern. In unseren Gedanken muss sich einiges ändern. Und wenn unser Gedanke und unser Herz sich verändert hat und wir die Dinge ergreifen, dann werden wir teilhaben an dem, was der Herr tun wird. Ich will teilhaben daran. Und du sollst auch teilhaben daran. Vater, ich danke dir, du bist gütig, du bist großartig, du bist liebevoll. Ich danke dir für die manifestierte Gegenwart. Ich danke dir, dass jetzt auch durch dieses Video hindurch deine Gegenwart spürbar wird. Heiliger Geist, ich habe keinen besseren Freund als dich. Du bist mein allerbester Freund. Danke, Heiliger Geist. Jesus, du bist mein Liebhaber, den ich über alles liebe. Gott, du bist mein Vater, der mich in den Armen hält und mich tröstet und der mich versöhnt hat mit sich selbst durch Jesus Christus. Vater, danke, Jesus, danke, Heiliger Geist, danke. Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass jetzt in diesen Minuten deine Gegenwart fließt und spürbar ist und erlebbar ist, hinein in den Wohnzimmern oder wo immer die Leute sind, mit den Handys und mit den Tablets und vor dem Fernsehen.
Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass jetzt deine Kraft freigesetzt wird als Vollmacht und Autorität. Wir entkleiden uns unserer Leistung und du kleidest uns mit Herrlichkeit, mit Kraft und mit Vollmacht. Und dadurch bekommt nur Jesus Christus die Ehre. Und darauf vertrauen wir dir jetzt, Heiliger Geist, dass Zeichen und Wunder und Heilungen freigesetzt werden, dass dein Volk aufsteht in neuer Kraft und Herrlichkeit und deine Güte und deine Größe in diese verlorenen Welt bringt. Wir bitten dich für Freisetzung von prophetischen Worten jetzt, Geist Gottes. Wir sehnen uns danach, weiß zu sagen, wir sehnen uns danach, im Himmel natürlich, um zu fließen. Und der Herr hat mir so eben ein Wort gegeben, für viele Menschen, sehr, sehr viele. Ich sehe eine Schar von Menschen, also eine richtige Menschenschar sehe ich. Und diese Menschenschar, es ist etwas in ihrem Herzen aufgebrochen, eine Mischung zwischen Unzufriedenheit in der Vergangenheit. Und bis vor kurzem war das nur Unzufriedenheit, aber ich sehe, wie der Herr Samen der Hoffnung hineinsetzt in die Herzen dieser Menschen, die unzufrieden sind, von verkrusteten Formeln, die nicht funktionieren. Und ich sehe, wie der Herr seinen Samen in diese Herzen setzt und mit seinem Wind haucht, richtig mit seinem Atem darauf haucht. Und diese Samen beginnen jetzt zu sprießen und aufzuwachsen und aufzugedeihen. Und der Herr möchte sagen, meine übernatürlichen Gaben sind für dich zur Verfügung. Ich spüre, wie gerade jetzt in diesem Augenblick Gaben der Heilungen aktiviert werden. Viele Menschen, die dieses Wort hören, jetzt sehen, ihr werdet spüren, wie eure Hände zu kribbeln beginnen, richtig zu kribbeln. Andere von euch werden spüren, wie eure Hände heiß werden, so richtig heiß wie von einem Feuer. Und der Herr möchte euch sagen, halt nicht mehr zurück, hab keine Angst mehr, lege deine Hände auf die Kranken und sieh, was geschehen wird durch dich. Und ich sehe, dass der Herr Enttäuschungen wegnimmt. Ich sehe sehr, sehr viele Menschen, eine ganze Schar Menschen, die so enttäuscht sind, weil Dinge geschehen sind, die sie nicht erwartet haben. Und ich sehe, wie Menschen enttäuscht sind von Gott, von sich selbst. Da gibt es auch Menschen, die sind von der Bibel enttäuscht. Ich sehe da einen jungen Mann von mir im Geist, der sagt, die Bibel funktioniert nicht, die Bibel funktioniert nicht, die Bibel funktioniert nicht. Ich habe versucht, sie anzuwenden, es funktioniert nicht. Aber der Herr möchte dir sagen, lass diese Enttäuschung los, leg sie mir hin. Und ich werde dir zeigen, wie mein Wort sehr wahr funktioniert durch die Kraft meines Heiligen Geistes. Und ich sehe, wie der Herr Enttäuschung wegschwemmt, nimmt sie so richtig weg. Ich sehe, ein Strom des Lebens fließt über diese Menschen, die voll von Enttäuschung sind. Und diese Enttäuschung wird weggewaschen und neue Hoffnung kommt wieder auf ihr Leben. Vater, ich danke dir für die Autorität Jesu Christi, in der ich hier bin. Und aufgrund dieser Autorität, Vater, befehle ich jeden Geist der Hoffnungslosigkeit und der Enttäuschung, sich von den Herzen der Menschen zu heben. Ich sehe, wie durch diese Enttäuschung viele Menschen haben ihr Herz geöffnet und da gibt es jetzt Belastungen, finstere Belastungen, die sich festgeklemmt haben an der Enttäuschung von dir und an dem, dass du nicht losgelassen hast und vergeben hast. Und der Herr möchte ich sagen, lass los, vergib und du wirst sehen, diese Macht, die kann dich nicht länger festhalten. Vater, ich danke dir für die Autorität Jesu Christi. Wir befehlen jede Enttäuschung und jeden Geist, der sich festgeheftet hat, an den Verletzungen der Christen, sich jetzt zu lösen. Danke, Jesus. Danke, 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 Herr. Danke, Herr. Ich sehe, wie der Herr Rücken heilt. Ich sehe deinen unteren Rückenbereich. Ich sehe da verschobene Wirbel. Da sind Wirbel, die sind verschoben und die gehen dann wieder ein bisschen und dann eine falsche Bewegung, sie verschieben sich wieder. Und dann sehe ich, durch diese Verschiebung entzünden sich diese Wirbel ständig. Und ich sehe, wie die heilende Kraft Jesu Christi, also dieser Strom richtig runterfließt, die ganze Wirbelsäule runterfließt und die Wirbelsäule neu macht, wiederherstellt. Ich sehe auch Arthrosis in der Wirbelsäule, die geheilt wird. Heiliger Geist, wir ehren die Wunder, die du tust. Wir danken dir für deine Kraft, Herr. Wir befehlen, Arthrosis in der Wirbelsäule zu gehen. Ich empfinde, das sind eine ganze Anzahl von Menschen, die ihr Herz so betrübt, ihr Herz ist so betrübt, dass sie sich so schwer tun zu glauben, dass die Heilung tatsächlich ihnen gehört. Und ich empfinde, dass der Herr dir sagen möchte,
Du sollst aufhören, versuchen, Kampf etwas zu erwirken, und du sollst einfach in meine Arme liegen, um dich von mir liegen zu lassen. Ich sehe, wie die Liebe Gottes so richtig von den Armen des Vaters herauskommt und Heilung bringt für viele Körper. Ich sehe, wie viele Menschen körperliche Heilung erlangen, nicht indem sie versuchen, sie krampfhaft zu erreichen, sondern die Liebe des Vaters, die setzt sich frei. Ich sehe Immunkrankheiten, die verursacht worden sind durch Stress. Und der Herr möchte dir sagen, lieg in meinen liebenden Vaterarmen, und während du in meinen liebenden Vaterarmen liegst, wird dieser Stress aus deinem Herzen gehen. Und wenn der Stress sich von dir löst, wird auch dein Körper wieder gesund sein, und diese Immunkrankheiten wird es nicht mehr geben. Vater, wir danken dir, dass du gütig bist, dass du gut bist, dass du herrlich bist. Herr, wir deklarieren, dass dein Volk in Deutschland sich erhebt. Vater, wir danken dir für das, was du tust. Ich sehe über Deutschland, über Österreich, über die Schweiz, über ganz Europa, aber stark über den deutschsprachigen Raum, sehe ich eine kleine Wolke. Ich sehe eine kleine Wolke. Und die kleine Wolke, die hat einen Namen drauf. Und auf dieser Wolke steht Erfüllung. Erfüllung. Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, was ist das? Und der Herr sagt, diese Wolke ist die Erfüllung dessen, was ich versprochen habe durch meine Prophetenstimme über die letzten 4 Jahrzehnte. Ich höre ganz klar die Worte 4 Jahrzehnte. Irgendjemand sollte vielleicht recherchieren und schauen, was in den letzten 4 Jahrzehnten gesprochen wurde. Und ich sehe, dass der Herr sagt, die prophetischen Worte der letzten 4 Jahrzehnte, die sind kurz davor, in Erfüllung zu gehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass die Stimmen deiner Propheten nicht verschallt sind und dass wir hineingehen in dem, was du gesprochen hast. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass Jung und Alt verbunden wird in göttlicher Einheit. Ich danke dir, dass die Liebe des Heiligen Geistes uns verbinden wird auf eine Art und Weise, wie es kein Mensch erwirken könnte. Dafür danken wir dir. Vater, wir lieben dich über alles. Danke. Amen.